Jahrhundert von der mystischen Lehre angezogen fühlten. Vom Katalanen Raimondos Lullus über Nikolaus Cusanus, Goethe, Rückert, die Orientalisten und Religionswissenschaftler des 19. Jahrhunderts bis hin zu Doris Lessing. In Ost und West haben Führer der verschiedensten politischen Richtungen sich auf Mevlanas Denken berufen, in dem die Liebe nicht nur poetisch als der sanfte Blumenreigen beschrieben ist, sondern als Kraft, die alle Fesseln sprengt. Und dass das Schwache das Starke sei, kenne man als alte östliche Weisheit. Wenn ich dein Traumbild sehe, wird klar und licht die Nacht. Doch wenn der Tag dann kommet, hat Unruhe er gebracht. Der Elefant, der gestern im Traume Indien sah, sprang aus der Fessel. Wer hat, ihn festzuhalten, Macht? Und wie von selbst schließt sich der Reigen der Filmbilder über Mevlana, Celaleddin Celebi, Konya und die tanzenden Derwische mit einem Refrain des Anfangs. Komm wieder, komm doch wieder, wer du auch immer sein magst. Ob Heide du, ob Ungläubiger oder Feueranbeter, komm wieder. Unsere Pforte ist die Pforte der Hoffnung. Komm wieder. Wasser machen Eisberge zu tückischen Hindernissen für die Schifffahrt in dieser Region. Das südenglische Avebury mit seinem Kreis mächtiger Steinblöcke aus vorgeschichtlicher Zeit gilt, zusammen mit Stonehenge und Glastonbury sowie seiner ganzen Umgebung, als geheimnisumwobener Ort steinzeitlicher Mysterienkulte. Hamish Miller lebt als Schmied etwas weiter westlich in Cornwall und arbeitet außerdem als Bildhauer. Er geht mit seiner Wünschelroute seit Jahren den Ley Lines, den Kraftlinien nach, die England durchziehen und die sich an Kultstätten wie hier konzentrieren. Sein Buch Sun and Serpent, Sonne und Schlange, ist inzwischen zu einem Klassiker der Erforschung englischer Frühgeschichte geworden. This is an immensely powerful little stone. Dieser kleine Stein hier oben auf einem Tumulus in der Nähe von Avebury, einer Art Kathedrale aus Buchen, hat eine unerhörte Energie. Er wurde übrigens erst kürzlich gefunden, weil die starken Stürme vor ein paar Jahren zwei von den Bäumen entwurzelten. Right in front of me is. Vor mir in Richtung Silbury Hill, da drüben im Feld, entdeckte man den ersten größeren Kornkreis. Ganz nah bei dieser Energielinie, die durch den Tumulus da geht. Dann fast durch eine Scheune, hinauf über den Windmill Hill und direkt hinunter in den Avebury Kreis. Dann zurück durch Silbury und hinauf zu dem Heiligtum. Die Energien hier sind spürbar.
Jeder, der zu diesem Hügel hier kommt oder irgendeiner der anderen Städten um Avebury, kann die Magie dieser Erdenergie spüren. Von Avebury zu anderen Orten der Kraft. Aber was hat es mit diesen Orten auf sich? Bruder David Steindl Rast, gebürtiger Wiener, Benediktiner mit einer gründlichen japanischen Ausbildung als Zen-Meister, lebt in einer Einsiedelei im Norden Kaliforniens über dem Pazifik und lehrt eine neue christliche Spiritualität. Die Heiligkeit der Erde wird uns eigentlich nicht so im Allgemeinen zugänglich, sondern sehr häufig an gewissen Orten, an heiligen Orten. Und in allen Traditionen gibt es diese heiligen Orte, Quellen, Flüsse, Höhlen, Bäume, die als Orte verstanden werden, in denen das Göttliche irgendwie die göttliche Kraft durchbricht, göttliche Kraftzentren. Ich glaube, wir können uns alle erinnern aus unserer Kindheit an solche Orte, wenn wir auch vielleicht gar nicht so darüber nachgedacht haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Quelle ganz in der Nähe von einem kleinen Geschäft im Dorf, wo meine Mutter eingekauft hat. Und während sie einkaufen war, bin ich immer zu dieser Quelle gegangen und habe nur geschaut, nur zugehört zu dem Rauschen der Quelle. Ganz allein, das waren wirklich Augenblicke der Meditation. Oder Bäume, eine wunderbare dicke Buche, zu der wir als Kinder sehr häufig, ich würde sagen, auf Wallfahrt gegangen sind. Wir haben es natürlich nicht so genannt, aber die Wallfahrten sind ja auch Pilgerfahrten zu solchen heiligen Städten. Und die heiligen Städten waren oft schon heilig und wurden als solches erlebt, lange bevor ein bestimmter Heiliger damit verbunden war oder ein bestimmtes Heiligenbild. Das sind oft uralte, vorgeschichtliche Orte der Heiligkeit und der Kraft Gottes. Auf dem Boden von Bury St. Edmunds im Südosten Englands lag einst eine Benediktinerabtei, bis zu seiner Zerstörung im 12. Jahrhundert das größte Kloster Europas. Das Grab des heiligen Edmund galt von jeher als ein Wallfahrtsort von besonderer Heiligkeit und Kraft. Satish Kumar ist ein in England lebender indischer Parsi, Herausgeber einer bekannten ökologisch orientierten Zeitschrift für Kunst und Wissenschaft, zudem Schullehrer und Literat, der selbst so etwas wie eine wandelnde Symbiose indischer und christlicher Spiritualität darstellt. Wir baten ihn, hier etwas zum Thema Pilgerschaft zu sagen. My whole life is a pilgrimage. But sometimes you need to make a pilgrimage to remind yourself that your life is a pilgrimage. Mein ganzes Leben ist eine Pilgerfahrt. Und manchmal ist eine Pilgerfahrt nötig, um mich dessen zu erinnern. Meine längste Pilgerfahrt war von Indien nach Europa und weiter nach Amerika. And I went to my teacher, Vinoba Bhave, who was a great Gandhian Hindu philosopher. Mein Lehrer, Vinoba Bhave, der Philosoph und Schüler Gandhi, sagte mir, dass ein Pilger zu Fuß gehen sollte, nicht mit dem Zug, dem Flugzeug, dem Auto reisen, sondern in ständigem körperlichen Kontakt mit der Mutter Erde. By plane, by motorcar is not the same as pilgrimage on foot. Then you are in close contact with the Mother Earth. Secondly, he said that if you are going on a pilgrimage, go like a monk with a begging bowl in your hand. Because if you have money in your pocket, you will have a sense of pride. Er sollte kein Geld bei sich tragen, denn Geld bedeutet Unabhängigkeit und daher auch Stolz. Besser ist es, für Essen und Nachtquartier angewiesen zu sein,
auf die Großzügigkeit eines Menschen oder einer gastfreundlichen Familie. You go to a restaurant to eat, but if you have no money, you will be forced to find a kind, hospitable person or a family to look after you and provide you hospitality. So go without any money in your pocket. Thirdly, you are a vegetarian. Remain a vegetarian, because a pilgrim's food must. Und weiter, ein Pilger sollte vegetarisch und einfach leben, in stetem Einklang mit dem Tierreich und der ganzen Natur. Also zu Fuß, ohne Geld und vegetarisch. So walk without money and vegetarian. Von Bury St. Edmunds in Suffolk führt unser Weg nach dem Kloster Laverna, hoch und einsam im toskanischen Apennin gelegen, dem Ort, wo der heilige Franz die Wundmale Christi empfing. In Thomas von Celanos Lebensbeschreibung des heiligen Franz heißt es: Obwohl er das Leben als Pilgerschaft betrachtete und die Welt als Verbannungsort, den es bald zu verlassen gilt, hatte er doch seine Freude an den Dingen dieser Welt, vor allem der Natur. Wenn die Brüder Bäume fällten, verbot er ihnen, den Baum ganz unten abzuhauen, damit Hoffnung bleibe, dass er wieder zu sprossen anfängt. Auch wollte er nicht, dass der Gärtner rings um das Kloster die Reiner umgräbt, damit auch Unkraut und Feldblumen ihren Platz fänden. Nach 10 Jahren in Laverna zog es Franziskus wieder zu seinen Mitbrüdern nach Assisi und dem nahegelegenen Kloster San Damiano, wo seine treue Gefährtin, die heilige Clara, gelebt hatte. Bei unserer Führung durch San Damiano hatte ich das große Glück, dass ich gerade als die Gruppe durch das Dormitorium der Nonnen durchging, ich zurückbleiben konnte und dann einige Minuten ganz allein an der Stelle gehen konnte, wo die heilige Clara gestorben ist. Das ist nur ein Platz am Fußboden. Sie haben ja alle am Fußboden geschlafen, mit einem Kreuz bezeichnet. Es ist gerade Abend geworden, diese wunderbare Abendstillung und Stimmung, und dort der Platz ihres Todes, nicht wahr? Ein wirklich heiliger Ort. Wenn es einen heiligen Ort gibt. Und da habe ich mich dann so daran erinnert, dass ja auch St. Francis von Assisi dort seinen Sonnengesang geschrieben hat, der auch nach dem Lobpreis der ganzen Schöpfung der Preis der Schwester Tod, im Lobpreis der Schwester Tod gipfelt. Durch den Tod, durch die heiligen Orte kommen wir zu dieser Offenheit für die ganze Welt als heilig und als geheiligt und können uns dann selber so öffnen, dass wir Gott durch die Sonne, den Mond, das Wasser, das Feuer und alle Elemente preisen können. Halleluja. Halleluja.
Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, vornehmlich mit der edlen Herrenschwester Sonne, die uns den Tag schenkt durch ihr Licht. Und schön ist sie und strahlend in großem Glanze, dein Sinnbild, Höchster. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und die Luft, durch wolkig und heiter und jegliches Wetter, durch das du deinen Geschöpfen gedeihen gibst. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser. Gar nützlich ist sie und demütig und köstlich keusch. Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester Mutter Erde, die uns ernährt und erhält, vielfältige Frucht uns trägt und bunte Blumen und Kräuter. Gelobt seist du, mein Herr, für unseren Bruder, den leiblichen Tod. Ihm kann kein Mensch lebendig entrinnen. Weh denen, die in Todsünden sterben, doch selig, die ihr findet in deinem heiligsten Willen. Der zweite Tod tut ihnen kein Leides. Lobet und preist meinen Herrn und danket und dienet ihm in tiefer Demut. Once nature was desacralized, it was up for grabs. So the whole universe was now conceived of as a machine. War die Natur erst einmal entheiligt, konnte sich jeder ihrer bedienen. Das ganze Universum wurde nun als Maschine betrachtet. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts sprach Descartes der Natur, den Tieren und Pflanzen, der Erde und dem Himmel die Seele, diese lebendige, die ganze Welt belebende Kraft ab. Der Mensch, wie die Natur, wie Tiere und Pflanzen, wurden aus dieser Sicht mechanische Maschinen. Das Uhrwerk ist das treffende Symbol für die mechanistische Vision des 17. Jahrhunderts und ist es für die Naturwissenschaft, die sich aus Newtons Gesetzen entwickelt hat, bis heute geblieben. In quantum physics, there's a vision of unpredictability, indeterminism at the microscopic level. In der Quantenphysik kennen wir den Begriff der Unvorhersagbarkeit, Unbestimmbarkeit auf mikroskopischer Ebene. Und wir sprechen von einer sehr geheimnisvollen Vernetztheit aller Dinge, wie der Physiker David Bohm betont, von der man in der klassischen Physik des 19. Jahrhunderts nichts ahnte. Man hat auch erkannt, dass durch chaotische oder anscheinend ungeordnete Prozesse Ordnung entstehen kann, und Prigogine und andere betonen dieses Hervorgehen der Ordnung aus dem Chaos. Noch wichtiger ist hier die allgemeinere Chaostheorie, die letzthin sehr in Mode gekommen ist. David Bohm, gebürtiger Amerikaner, Schüler von Einstein und Oppenheimer, arbeitet heute nach seiner Emeritierung noch immer am Birkbeck College in London. Er gilt als einer der führenden Quantenphysiker und Theoretiker des anstehenden Paradigmenwechsels in der Wissenschaft unserer Zeit. One of the images I gave of it was of a piece of paper, which you fold up into a very small bit, and then you make cuts in it,
When you unfold it, you find a pattern, right? Wenn ich ein Stück Papier einfalte und dann beschneide, ergibt sich, wenn ich es wieder entfalte, ein Muster. Analog sehe ich die explizite ausgefaltete Ordnung als die dreidimensionale Welt der Objekte, des Raumes und der Zeit. Die implizite, eingefaltete, verborgene Ordnung aber ist die Quelle, der Urgrund unseres raumzeitlichen Universums. Sie hat unendliche Tiefe. Bringen wir diese eingefaltete Ordnung in eine manifestierte Form, wird uns die Erfahrung der Wahrnehmung zuteil. Diese bedeutet jedoch nicht, dass die Gesamtheit der Ordnung das ist, was sich manifestiert. Für die implizite Ordnung macht das, was sichtbar ist, nur einen Bruchteil der eingefalteten Ordnung aus. Daher unterscheide ich zwischen dem Teil, der manifestiert, und dem Teil, der unmanifestiert bleibt. Dieser mag sich in die manifestierte Ordnung entfalten, um sich wiederum einzufalten. Die Grundbewegung liegt in Einfaltung und Entfaltung. Sowohl Materie als auch Bewusstsein haben ihre Quelle in dieser innersten Dimension und bilden dort eine Einheit, ein Ganzes. Die explizite entfaltete Ordnung hingegen ist fragmentiert, bildet eine Vielheit. Wenn wir etwa die Welt nicht als Einheit, sondern als Vielheit unabhängig voneinander handelnder Nationen sehen, tragen wir durch diese Sicht selbst zu ihrer Fragmentierung bei. Creates a response which strengthens the apparent fragmentation. Auch die Physikerin und Religionsphilosophin Dana Zohar kam aus Amerika nach England, genauer nach Oxford, wo sie am Ufer des Themsekanals mit ihrer Familie lebt. Ihr Denken ist beeinflusst von der Lehre der Kabbala, von der Quantenphysik David Bohms, wie von den Theorien des russisch-belgischen Biochemikers Ilya Prigozhin, der in einem neuen Dialog zwischen dem Menschen und der Natur die Möglichkeit für eine Wiederverzauberung der Welt sieht. Perhaps the most striking thing about the old physics, Newton's physics, is that there's no place in it for life or consciousness. In Newtons Universum hat alles ein starres, vorbestimmtes Muster. So als habe Gott am Anfang der Zeit eine Maschine in Gang gesetzt, die nun einfach weiterläuft. Da ist kein Platz für uns und unsere Seele, unsere Welt. Das hat meines Erachtens sehr viel zur Entfremdung beigetragen, die wir heute erfahren. Stellt man aber nun eine Verbindung zwischen der Quantenphysik und dem Bewusstsein her, dann sind auch Bewusstsein und materielle Welt wieder miteinander verbunden. Dann ist beides wieder Teil eines größeren Ganzen. Sind sie die zwei Seiten derselben Münze? Sind wir nicht mehr Fremde in einer fremden Welt, sondern rundum Teil des Ganzen, hatten sogar Anteil an seiner Erschaffung? Wir gehören hierher. Und damit hat unsere Existenz hier wieder einen Sinn. Wir sind nun mal Wesen, die das Warum ihrer Existenz ergründen wollen. So werden all diese interessanten spirituellen Fragen wiederbelebt, wenn man das Quantenparadigma auf die Welt des Bewusstseins anwendet. So there's a reason for our being here, that we can get teleology back into human life, because we are teleological creatures. We want to know the why of existence. And in the Newtonian world, there is no why of existence. So all these interesting spiritual questions come alive again when you begin to apply the quantum paradigm to the world of consciousness. I think today we are astonished. We see a lot of connections. We see so many unexpected things in this universe. And therefore, the best analogy, the best symbol would be a work of art, for example, a piece of music. Wir stehen heute vor einer Reihe neuer, erstaunlicher Phänomene. Nehmen wir als Analogie ein Kunstwerk, etwa eine Fuge von Bach, die zwar nach strengen Regeln geordnet ist, die aber immer wieder neu hinzutretende, unerwartete Modulationen zulässt. In unserer unendlich reichen, instabilen Welt gibt es analog zwar Gesetze,
aber auch Instabilitäten und Gabelungspunkte. It is very much like a symbol of the unstable world in which we are. There are laws, of course, but there are instabilities, bifurcations. And this is, I think, the clearest felt in music. Music or sculpture is also a symbol of this time, because it is after all a time-oriented art. Musik und Skulptur sind Symbole für unsere Zeit, weil die Zeit selbst zu ihrem Wesen gehört. Musik ist Organisation der Zeit. Skulptur war in ihrem Ursprung Grabschmuck, hatte mit dem Leben nach dem Tod, mit den Ahnen und Göttern zu tun. Sie ist aus Stein, in dem wir ein zeitliches Zeichen gesetzt haben. Es ist, als hätten wir Zeit in die Materie geritzt. So ist Ungleichgewichtschemie nichts anderes als die Verzeitlichung der Materie. Into which we incorporate a temporal signal. It is essentially like we would put time into matter. And I think this is something quite general. In fact, non-equilibrium chemistry, production of biomolecules, that's exactly that. It, in a sense, it is temporalization of matter. Science. Wissenschaft sollte nicht zur Entfremdung, sondern zu einer Einbettung in die Natur führen. Und dies ist die Richtung, in der sie meiner Meinung nach heute geht. Physicists and cosmologists resisted the evolutionary view right up until the 1960s. Physiker und Kosmologen lehnten bis in die 60er Jahre diese Evolutionstheorie ab. Aber als die Physiker sie dann akzeptierten, erkannten wir, dass sich nicht nur das menschliche Leben und die damit verbundene Kultur, sondern auch die ganze Erde, das ganze Sonnensystem, ja das ganze Universum evolutionär entwickelt haben. Wir betrachten nun den ganzen Kosmos als einen einzigen großen kreativen evolutionären Prozess. The idea that nature's more alive, more like an organism than like a machine. Die Vorstellung, dass die Natur keine Maschine, sondern eher ein lebendiger Organismus ist, haben wir einer veränderten Sicht in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen zu verdanken. Unser Planet wird nun nicht mehr als ein unpersönlichen Bewegungsgesetzen unterworfener, die Sonne umkreisender Gesteinsbrocken betrachtet, sondern als lebendiger Organismus. Eine Anschauung, die vor allem durch die Gaia-Hypothese des britischen Wissenschaftlers James Lovelock allgemeine Verbreitung gefunden hat. Wie Lovelock aufzeigt, ist das biologische Leben von so entscheidendem Einfluss auf die Atmosphäre, die Verwitterung des Gesteins, die Chemie der Ozeane und den geologischen Aufbau der Welt, dass man alle diese Aspekte nur in ihrer Beziehung zueinander, in ihrer Verflochtenheit betrachten kann. Aus ihrem Zusammenwirken ergibt sich eine erstaunliche und langfristige Stabilität, ohne die weder die Evolution noch der Fortbestand der Lebewesen möglich wären. In Gaia sind wir einfach eine Spezies unter vielen. Weder die Eigner noch die Verwalter dieses Planeten. Ob wir die richtigen Beziehungen zu Gaia finden, wird weitaus entscheidender für unsere Zukunft sein,
als das endlose Drama menschlichen Interessedenkens. Ich halte diese Gaia-Hypothese für sehr wichtig und sie passt auch ins politische Geschehen und unser wachsendes Umweltbewusstsein. Vielen Menschen wird klar, dass unsere Einstellung zur Natur und Erde absolut falsch ist und wir unbedingt umdenken müssen. Lovelock ist überzeugt, die Erde, Gaia, kann sehr wohl ohne den Menschen überdauern. Die Spezies Mensch aber wird nicht überleben, wenn die Ökologie der Erde ins Ungleichgewicht gerät. Heutigen Bewusstsein macht sich ein Gefühl für die Heiligkeit der Erde breit. Und man kann sagen, es ist eine Wiederentdeckung der Heiligkeit der Erde, vielleicht auch unter dem Einfluss der amerikanischen Indianer und ihrer Spiritualität. Ich würde das gerne verbinden mit dem Heilsein. Diese Art von Heiligkeit der Erde hat viel zu tun mit unserem Heilsein. Und zwar kann man vielleicht beginnen mit unserem Unheil, dass wir uns von der Erde getrennt haben. Wir sind entwurzelt von der Erde, wir sind der Erde entfremdet. Und daher müssen wir uns, um heil zu werden, wieder an die Erde wenden. Aber das Heiligsein und die Heiligkeit ist einfach eine intensivere Heilung. Heiligkeit ist ein intensives Heilsein. Und dieses Heilsein können wir auch für uns selber finden, wenn wir uns wieder an die Erde wenden und an die heilenden Kräfte zunächst, die drin sind. Und dann werden uns in diesen heilenden Kräften die Quellen alles Heiles und aller Heilung begegnen, und das sind die göttlichen Quellen. Und ich habe selber die große Gelegenheit gehabt, längere Zeit mit amerikanischen Indianerstämmen zu verbringen, mit den Papago, mit den Shoshone und den Bannock, und da findet man, wie diese Menschen noch völlig eingestimmt sind auf die Rhythmen der Welt, wie heil sie in vieler Weise noch sind und wie die Heiligkeit der Erde dann durchschimmert. Nicht nur in besonderen Situationen, bei besonderen Zeremonien, sondern gerade im Alltag. Und das steht uns offen, wenn wir mit Rilke sagen können zur Erde, namenlos bin ich zu dir entschlossen, Erde, du Liebe, ich will. Wenn wir uns mit diesem Entschluss der Erde hingeben können, dann wird auch unser Alltag heil und geheiligt. This idea of nature as alive has a number of consequences for us personally and collectively. Of course it leads to a new view of our relationship. Diese Vorstellung von einer lebendigen Natur oder Umwelt hat sowohl auf persönlicher wie auf kollektiver Ebene Konsequenzen. Sie erfordert individuell und allgemein ein verändertes ökonomisches und politisches, nicht nur auf Profit und Nutzen ausgerichtetes Verhalten. Wir merken ja, dass wir die Umwelt, die Atmosphäre verändern. Viele Menschen erfahren sich manchmal, aber auch noch auf geradezu mystische Weise, als zutiefst mit dem Leben der Natur verbunden, fühlen sich eins mit ihr, haben sozusagen einen poetischen Sinn für die Natur. Solche mystischen Erfahrungen sind überraschend häufig. Dass es die Menschen hinaus in die Natur treibt, sie gerne wandern, spazieren gehen, klettern, beruht meines Erachtens auf diesem tiefen Gefühl der Verbundenheit mit der Natur. And I think that it's what makes many people want to get out into the natural world, to go hiking, to walk in the woods or the mountains, to get out at weekends. The motivation for this is a sense of connection with nature. Thank you.
Wenn die Natur andererseits wirklich lebendig ist, wenn es ein Leben, vielleicht sogar eine Art Geist in der Erde, den Bäumen, den Pflanzen gibt, dann könnte uns die Natur auch etwas über ihr eigenes Wesen sagen. Wenn die Natur also lebendig ist, dann müssen wir sie nicht nur anders verstehen und uns auf jede erdenkliche Weise anders verhalten. Wir müssen auch unsere gewöhnlich als subjektiv abgetanen Einsichten in die Welt der Natur ernster nehmen. So werden wir schließlich lernen, unsere persönlichen Erfahrungen auf ganz andere Weise zu schätzen und damit auch die gegenwärtige Spaltung zwischen rationalem Verstand und Intuition überwinden können. Erde, ist es nicht dies, was du willst? Unsichtbar in uns erstehen. Ist es dein Traum nicht, einmal unsichtbar zu sein? Erde, unsichtbar. Was, wenn Verwandlung nicht ist dein drängender Auftrag? Erde, du Liebe, ich will. O, glaub, es bedürfte nicht deiner Frühlinge mehr, mich dir zu gewinnen. Einer, ach, ein einziger ist schon dem Blute zu viel. Namenlos bin ich zu dir entschlossen, von weit her. Immer warst du im Recht, und dein heiliger Einfall ist der vertrauliche Tod.